Wollen wir anfangen? Nee, wa? Jo, gerne. Kein Bock. Ich habe jetzt mein 15-Mann-Team um mich geschart. Gerade meine 3.500 Euro vom Axel Springer Verlag, für jedes, was ich ja für jedes Video bekomme, abgeholt. Jetzt können wir loslegen, Folge 61. Metal Hammer, Weekly Warfare. Freunde, wir müssen leider mit schlechten Neuigkeiten beginnen. Bobby Liebling von Pentagram kann derzeit leider nicht live auftreten. Die Band hat da letztens was gepostet und meinte unter anderem, aus Gründen jenseits unserer Kontrolle, die das direkte Resultat von Bobby Lieblings persönlichen Handlungen sind, wird er leider nicht mit Pentagram auftreten können. Und weiterhin betonte die Band, dass Suchterkrankungen jeglicher Art doch bitte behandelt werden sollen in diversen Entzugskliniken und so weiter und so fort und dass man solche Sachen nicht auf die leichte Schulter nehmen soll. Dementsprechend könnte man natürlich jetzt schlussfolgern, dass Bobby Liebling leider wieder Drogenprobleme hat. Offiziell ist es natürlich nicht bestätigt, aber wir hoffen, es ist nicht ganz so schlimm, wenn es denn in die Richtung geht. Wir wünschen gute Besserung an den Bobby. Ja, Pentagram sollten doch mit Bobby Liebling unterwegs sein und Pentagram, die Band selbst, sollte auch Bobby Liebling wert genug sein, um mit dem Scheiß endgültig mal aufzuhören. Richtig, Ole? Boa Constrictor und dreimal schwarzer Kater. Alter, was ist da los mit Five Finger Death Punch, liebe Freunde? Ein Hin und Her seit Ewigkeiten, immer irgendwie erst dies, das und Labelstress und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Herr Moody meinte in einem Interview letztens was von vielen Leuten so interpretiert worden war, dass er die Band verlassen würde wollen. Großer Aufschrei. Er hat sich da in einem Interview nicht ganz schlüssig ausgedrückt. Jetzt hat er sich aber nochmal gemeldet und klargestellt, dass er die Band nicht verlassen wird. Ja? Auch wenn er meinte, sie befänden sich auf einem Scheideweg und bla bla bla. Sie haben ja immer noch Stress mit ihrem Label und dürfen ihr Zeug nicht veröffentlichen und so weiter und so fort. Dann meinte er, er will mit seinem anderen Projekt noch neue Wege einschlagen und da jetzt richtig loslegen. Hin und her und Humbug, bla bla bla. Anscheinend bleibt er jetzt doch bei Five Finger Death Punch. Aber sind wir mal ganz ehrlich, dieses Rumgeeier geht irgendwie auf den Sack. Wieso erzähle ich denn eigentlich darüber? Du meintest doch, ich soll darüber erzählen. Lächerlich, 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 lächerlich. Wir könnten eigentlich auch mal echt mal was fressen hier, ey, wenn wir schon mal hier sind. Ja. Oh, immer nach dem Feierabend hier runter und dann hast du Hunger und dann gibt es immer nur ein Bier. Was wollte ich jetzt sagen? Apropos lächerlich, genau, das wollte ich sagen. Creator sind jüngst bei Zirkus Halligalli aufgetreten und haben da Satan is Real vom aktuellen Album gespielt, beziehungsweise mehr oder weniger gespielt, weil wenn man mal genau hinguckt und hinhorcht, merkt man, dass das so ein Halbplayback ist. Mann, 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 Mann. Das hätte ich nicht von Creator erwartet. Und es wurde noch viel lächerlicher. Papa Emeritus oder wie er heißt von Ghost war auch da und hat so ein bisschen mitgesäuselt, sage ich jetzt mal, im Refrain. Und dann war da noch so eine männliche Nonne, mit der hat er dann noch getanzt während des Gitarrensolos. Sah sehr peinlich aus, muss man mal ehrlich zugeben. Sah sehr peinlich aus, Creator nicht würdig meiner Meinung nach. Und so eine komischen Playback-TV-Show, was auch immer, Geschichten, haben andere Bands schon geiler gelöst. Ja? Man erinnere sich mal an Aktionen von Iron Maiden zum Beispiel. Oder von Nirvana. Da kann man auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen und nicht so tun, als ob. Haben sie nicht nötig. Mir ist es nicht eingefallen. Papa Erectivus, Papa Emanuelus, Papa. Wie heißt er? Naja, der Typ halt. Gibt's da irgendwas Neues hier mit dem Stress hier mit seinen Bandmitgliedern? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Das Album der Woche heißt Run with the Hunted und kommt von Wolf Brigade, den allmächtigen Wolf Brigade, den allmächtigen, allmächtigen, ich will es nochmal betonen, den allmächtigen Wolf Brigade. Es ist äußerst toll, so wie das letzte auch schon. Herrlichste Mixtur nach wie vor aus D-Beat, Punk und schwedischem Death Metal. Wunderbar, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe es heute tatsächlich auch erst das erste Mal komplett am Stück durchgehört. Ein Brecher nach dem anderen. Ole fand es auch gut und der ist eigentlich eher der Steel Panther Typ. Blümchen. Ja. Blümchen, Steel Panther und Techno-Schlümpfe. Krass, Alter. Das ist mir zu hart. Da bleibe ich lieber bei Wolf Brigade. Kommt diese Woche raus. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wunderbares Stück Metall. Wir kommen zu den Kommentaren. Dark Siffler Schrob. Ich guck mal, wenn ich Zeit habe. Ach so, der wollte mal nach Berlin kommen, sagt er letztens.
dann bringe ich auch bayerisches Bier mit. Also kannst du gerne machen. Können wir dann auch auf der Straße verteilen. Aber bei uns kommt nur das auf den Tisch, was Ole mitbringt. Deine Pisse da kannst du behalten. Nein, Spaß beiseite. Bringst du mit, Alter. Siffi, können wir schön bayerisches Bier trinken. Und danach trinken wir mal was Richtiges. Ah. Und ein weiteres Mal hat der Alex aus Japan geschrieben, coole Folge, war letztes Mal Pokémon zocken und war durch Zufall auf der Motorsport Japan 2017, war letzter Tag und da gab's Verlosung. Habe da in einem F1-Cockpit mir ein Foto geschossen und konnte nach der Lotterie, da ich gewonnen habe, bei einem Lotus mitfahren. Das war Rad. Red. Ach so. Speaking of Metal, hörst du auch Raped by Pigs? Kennst du Raped by Pigs? Das hört sich irgendwie nach Gore Grind oder irgendwie sowas an. Aber muss ich mal abchecken, keine Ahnung. Mark Strait schrub, letzte Woche erst auf Metal Hammer Weekly Warfare gestoßen und schon voller Fan. Zu geil, ich bin für mehr Röpser in YouTube. Dann schick uns doch mal deine besten Röpser und wir hauen das hier einfach rein. Ole und ich sind doch für sowas zu alt. Wir trinken auch die falschen Getränke. Ihr könnt mitmachen, ihr schickt uns einfach irgendwelche abgefuckte Scheiße und wir gucken, wo das dann zwischendrin mal reinpasst. Ole macht das gerne. Der archiviert das alles, beschriftet das alles, der setzt sich hier nächtelang hin. Dem macht auch richtig Spaß. The hell with you. Und da sind wir auch schon beim Song der Woche. Der kommt dieses Mal aus Chile und heißt Mundo Decadente, gespielt von einer Band namens Decapitet. Ultra geiler, sehr aggressiver Thrash Metal. Die Jungs bringen jetzt demnächst eine neue EP raus, die den Namen trägt Sin Misericordia. Das kommt im Juni, das Ding. In verschiedenen Formaten, auf verschiedenen Labels, unter anderem auch auf Destruktion Records in der Vinyl-Ausgabe. Das Ding kann ich euch sehr ans Herz legen. Zumindest auf jeden Fall erstmal den Song. Wenn der Rest genauso geil ist, dann solltet ihr euch diese Scheibe zulegen. Sehr stark. Und mit Mundo Decadente von Decapitet schicke ich euch jetzt ins Wochenende. Ich wünsche euch was. Durchziehen, reinhauen und wir sehen uns nächste Woche. Prost. Schon wieder Prost ohne Bier. Weil das Bier immer alle ist, bevor wir zu Ende sind. Was ist das für eine Produktionsplanung? Boah, Alter, echt null Plan von nichts, Alter. Das ist keine Continuity. Was ist eine Continuity, Alter? Muss ich erstmal ein Project pitchen, Alter. Damit dir irgendwie mehr Bier steht oder was?